und dein Beutel. Danke sehr. Danke. Ja, das ist das zweite Mal Handwerkscamp. Ich bin total begeistert. Wir haben deutlich mehr Leute als im letzten Jahr. Das Thema ist angekommen, die Leute haben es verstanden und es macht Spaß, mit den Handwerkern zusammenzuarbeiten. Was macht man schon? Was könnte man machen? Auf welche Ideen kommen wir zusammen? Wir sind nach Berlin gekommen, um uns mal die Dynamik von einem Barcamp anzuschauen. Ich bin das erste Mal jetzt mit dabei. Man hat mir so positive Sachen berichtet und dadurch war ich natürlich so gespannt, wie das hier heute abläuft. Und ich bin bislang, habe ja erst eine Session mitgemacht, bin aber begeistert. Das erste Mal dabei und also diesen Input, den man hier aus ich sag mal, Querfeldein-Gewerken bekommt, ist ein enormer Mehrwert. Also, das ist mit bezahlten oder teuer bezahlten Schulungen nicht irgendwo reinzukriegen. Ich habe mir erst nicht richtig vorstellen können, wie geht so ein Barcamp im Handwerksbereich. Und es ist wirklich toll. Die Leute, die da sind, sind toll. Man sieht, es ist freiwillig, dass sie freiwillig da sind. Es werden tolle Diskussionen angestachelt. Und die was anderes, die konträrer Meinung sind zu anderen Themen, das passt auch wunderbar. Das Gute auch an dem Format ist ja, dass jemand über zwei Tage in einem sehr intensiven Austausch steht. Die Leute sind extra angereist, nehmen sich extra frei. Das heißt, wir kommen hier in einen Austausch mit unseren Kunden und auch mit anderen Gewerken, wo wir einfach über Dinge sprechen können in einer Intensität, die wir sonst gar nicht erleben.